Hallo und willkommen zum Taboola Advertiser Tutorial. In unserem ersten Video zeige ich euch, wie man eine Kampagne aufsetzt und das Targeting richtig einstellt. Nachdem du deinen Account aufgesetzt hast, kannst du jetzt damit beginnen, deine Kampagnen für das Taboola Netzwerk zu konfigurieren. Als erstes musst du deine Kampagne benennen und deinen Branding-Text hinterlegen. Dieser taucht unter deiner Ad auf und zeigt dem User, wer die Werbung schaltet. In diesem Fall Taboola und meine Kampagne heißt LeadGen Desktop. Im nächsten Schritt wählst du das Ziel deiner Kampagne aus, um dem Algorithmus zu zeigen, welche Art von Conversions für dich relevant ist. In meinem Fall ist es Lead Gen, aber falls du zum Beispiel einen Online-Shop hast, könntest du Online-Purchases auswählen oder als Agentur eine Branding-Kampagne schaltest, wäre das Brand Awareness. Als nächstes wähle ich aus, wann meine Kampagne startet und bis wann diese laufen soll. In dem Fall möchte ich, dass meine Kampagne losgeht, sobald die von unserem Content-Review-Team freigegeben wurde und möchte damit bis Ende Oktober laufen. Für manche Kampagnen macht es Sinn, nicht 24 Stunden und 7 Tage durchzulaufen, sondern zum Beispiel von Montag bis Freitag von 8 bis Mitternacht, da zum Beispiel unser Callcenter am Wochenende geschlossen ist und wir deswegen keine Leads am Wochenende sammeln möchten. In dem Fall werde ich das genauso einstellen. Als nächstes müssen wir auswählen, wo unsere Kampagne laufen soll. Hier haben wir die Möglichkeit zwischen Land, Region, Stadt oder Postleitzahlen auszuwählen. Hier möchte ich gerne in Berlin laufen und wähle deswegen Deutschland aus und unter Region Berlin. So. Als letzten Schritt müssen wir noch die Plattform, auf welcher unsere Kampagne läuft, auswählen. Hier ist es wichtig zu wissen, dass bei Taboola die Ausspielung der Werbemittel nach CPM bestimmt wird und wir deswegen bei gleichem CPC unterschiedliche CTRs haben, welche sich auf die Ausspielung auswirkt. Deswegen empfehlen wir, die Kampagnen immer pro Plattform zu trennen. In dem Fall wähle ich Desktop aus. So. Es gibt noch weitere Targeting-Optionen, zum Beispiel Operating Systems, Android oder iOS oder nur Wi-Fi. Das macht hauptsächlich Sinn, wenn wir App-Downloads anbieten, welche zum Beispiel nur in einem der großen App-Stores laufen oder zum Beispiel so groß sind, dass Wi-Fi dafür benötigt wird, um diese herunterzuladen. Taboolas Targeting-Optionen erlauben euch nicht nur neue User anzusprechen, sondern decken der gesamten Conversion-Funnel ab. Ein Werkzeug hierzu ist das Audience-Targeting. Dieses kann für Retargeting, das Ausschließen von bereits konvertierten Usern oder ein genaueres demografisches Targeting genutzt werden. My Audiences sind CRM- oder Taboola Pixel-basierte Conversion-Audiences, zum Beispiel Website-Besucher, User, die ein Add-to-Cart-Event ausgelöst haben oder ein Lead hinterlassen haben. Diese Conversion-Audiences befüllen sich aus allen Usern, welche diese Conversion auf eurer Seite ausgelöst haben und eignen sich deswegen ausgezeichnet für Retargeting. Für meine Kampagne möchte ich zum Beispiel nur neue User ansprechen und werde deswegen alle User, die meine Website besucht haben, schon mal ausschließen. Lookalike-Audiences sind momentan nur in den USA verfügbar und eignen sich deswegen nicht für meine Kampagne. CampaignClicker stellt ein limitiertes Retargeting dar, bei welchem User, die vorher auf eine Taboola-Kampagne geklickt haben, über eine neue Kampagne wieder bespielt werden. Dies macht zum Beispiel Sinn, wenn man verschiedenen Content zeigen möchte, der die User tiefer in den Conversion-Funnel bringt. Zu allerletzt haben wir Marketplace Audiences. Dies ist eine demografische Targeting-Option und hierbei handelt es sich um Cookie-Pools, welche von Taboola und Drittanbietern angeboten werden und zu bestimmten Interessen oder Altersgruppen, Einkommensgruppen etc. aufgesetzt sind. Zum Beispiel möchte ich für meine Kampagne nur User ansprechen, die Entertainment Engagers sind, Sport mögen und 35 Jahre alt sind. Dieses kann ich dann einfach hier heraussuchen. Wichtig zu wissen ist, dass wenn wir Marketplace Audiences nutzen, wir den CPC um ca. 20-25% erhöhen sollten, um die limitierte Reichweite zu kompensieren. Damit kommen wir zum letzten Punkt, Bidding und Budget. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten, euren CPC einzustellen. Einmal das klassische Fixbid oder Smartbid. Smartbid ist ein eigener Algorithmus, der auf Conversion-Wahrscheinlichkeit optimiert. Hierbei wird das Gebot für jeden einzelnen User und auf jede einzelne Impression entweder 50% nach oben oder minus 80% nach unten vom Grundgebot angepasst.
Dort wird also der Algorithmus über 100 verschiedene Signale, welche von eurem eigenen Taboola Pixel oder aus dem Netzwerk kommen, nutzen, um auf die Conversion-Wahrscheinlichkeit des Users zu optimieren. In diesem Fall möchte ich zum Beispiel für meine Desktop-Kampagne 50 Cent bieten. Das CPA-Goal können wir hier hinterlegen, um dem Algorithmus zu zeigen, in welche Richtung er optimieren soll. In diesem Fall möchte ich ungefähr 15 Euro für ein Lead zahlen. Damit kommen wir zum Spending Limit. Hier gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Einmal Entire Campaign, das heißt das gesamte Kampagnenbudget, was einmal aufgebraucht nicht erneuert wird, oder Monthly Flight, welches ein monatliches Budget heißt. In diesem Fall möchte ich gerne 5.000 jeden Monat ausgeben. In der Daily Ad Delivery gibt es ebenfalls drei Möglichkeiten. Einmal Balance, das heißt, dieses Budget wird über den gesamten Monat verteilt, mit einer gewissen Freiheit für den Algorithmus, an guten Tagen mehr des Budgets auszugeben und an schlechteren weniger, aber immer sicherzustellen, dass die Kampagne den ganzen Monat läuft. Accelerated bedeutet, diese Deckelung wird aufgehoben und der Algorithmus kann das Budget so ausspielen, wann es gut funktioniert. Das heißt, es kann bedeuten, dass an einem Tag das gesamte Budget aufgebraucht wird. Strict eignet sich, wenn man limitiert sein Budget täglich aufbrauchen möchte und dieses nicht überschreiten will. Creative Traffic Allocation bezieht sich auf die Werbemittel und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal Optimized, das heißt, der Algorithmus wird den Werbemitteln, welche den besten und kompetitivsten CPM haben, mehr Impressions zuteil geben, oder mit Even versuchen, allen Werbemitteln gleich viele Impressions zuzuteilen.